Konfuzeier, schön, dass ihr da seid. Hier ist sie wieder, eure Josie. Heute am Sonntag, ja, auf YouTube werdet ihr das an einem anderen Tag sehen, mit einem React auf die Twitch Clips Germany, Folge 175. Ja, das ist schon die 10. Folge eigentlich. Die 72, also die 172 ist zwischendrin ausgefallen. Die holen wir bei Gelegenheit irgendwann mal nach. Und wir sind jetzt aber voll drinne. Und werden uns jetzt zusammen die Twitch Clips Germany angucken. Und ja, wir sehen hier schon Marti. Und sie macht heute die Einleitung für die Twitch Clips Germany natürlich. Meine Einleitung habt ihr jetzt. Wir starten also mal rein. Hallo, mein Name ist die erkältete Marti und herzlich willkommen bei Twitch Clips Germany. Ja. Ja, das war eine schöne Einleitung und dass sie verstopft war, hat man definitiv gehört. Ich muss euch dazu sagen, ich habe hier seit 3 Wochen einen verschnupften Mann sitzen, der kriegt seine Erkältung einfach nicht los. Ich muss zum Glück sagen, ich bin verschont geblieben. Toi, 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 Moment. Das soll ja auf Holz klopfen, wenn man hingeht, wenn man Glück weiterhin behalten will und sich das Unglück nicht heranholen will. Und ja, es ist aber richtig süß. Er gibt sich da richtig Mühe, aber gestern... So, jetzt habe ich dreimal geklopft. Passt's gut, okay. bevor wir anfangen, ich habe es ja schon bei mir drinnen stehen in der Überschrift, also beziehungsweise im Sendethema. Klippen ist natürlich voll erlaubt. Klippen, da unten auf dem Bildschirm habt ihr da dieses Zeichen, wo ihr draufklicken könnt. Ich glaube, das ist dieses U mit dem Pfeil. Und wenn ihr da draufklickt, dann habt ihr den Clip und dann könnt ihr klippen und ganz viel klippen. Nicht immer nur einen Clip oder so. Macht ganz viele Clips. Ihr braucht mir auch nicht immer zu sagen, dass ihr geklippt habt. Ich sehe das auf jeden Fall, weil ich kriege das mitgeteilt. Und dann ist es eben eine Filmklappe. Ich sehe das im OBS aber nicht. Und bei anderen klippe ich so selten, weil ich meistens nur eine Lurker bin. Also ich gucke nur zu und höre zu und mache was anderes dabei. Das weißt du doch. Außer bei dir. Genau. So, jetzt hast du es wieder gesagt bekommen. So, wir machen jetzt weiter. Aber wie gesagt, zum Thema erkältet sein. Ich wünsche allen, die erkältet sind, auch meinem Mann, eine ganz tolle, gute Besserung. Das nenne ich mal gekonntes Parken. Also die Polizei in Deutschland parkt ihre Autos immer ordnungsgemäß. Meistens zumindest. Aber das nenne ich mal ordentlich geparkt. Da kommt man garantiert nicht mehr raus. Die Diebe haben heute in der Stadt freie Bahn, weil die Polizei muss erst mal gucken, wie sie ihren Dienstwagen aus dem Bürogebäude herausbekommt, in das sie es geparkt hat. Ich fand aber, er, muss ich sagen, ganz schön witzig, wie er da gerannt ist. Also wenn ich meine Füße und Beine so bewegen würde, dann hätte ich einen Knoten drin und dann könnte ich gar nicht mehr laufen. Weiter geht's. Reinlunzen? What the fuck? Reinlunzt? Ihr kennt nicht Reinlunzen? Ist es so ein hessisches Ding oder was? Reinlunzen, klar kennt man das. Reinlunzen. Etymologie, Bedeutung, Definition. Was bedeutet Reinlunzen? Reinlunzen bedeutet den Beistand. Okay, das wusste ich nicht. Ich würde sagen... Ich wusste nicht, dass es das hier heißt. Ausüben kann, aber auch für irgendwo mal kurz hineingucken. Das, ich kenne diese Definition. Irgendwo mal kurz reingucken. Ihr dachtet... Ach so. Merke dir, bevor du solche Sachen öffentlich im Chat machst oder öffentlich im Stream, solltest du nachgucken, dass du Dinge auch wirklich dann nur freigibst, wenn sie jugendfrei sind. Und ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich wusste jetzt auch nicht, dass Reinlunzen was mit Beischlaf zu tun hat, sondern kannte auch nur diese Bedeutung Reinlunzen, man guckt mal kurz irgendwo rein. Da habe ich jetzt gerade gar nicht drauf geachtet, muss ich ganz ehrlich sagen.
ich guck, wenn ich es abgucke, aber ich muss, da muss ich eben beim nächsten Mal auch, ich muss mir mal eine Liste machen, aber ich werde mir das merken. Die nächste Woche habe ich unheimlich viel, was ich schneiden muss, das weiß ich jetzt schon. Der Kannibale will etwas, was? Der Kannibale will etwas Besonderes. Schreibe ein Abendessen für den Kannibalen auf. Vegan. Ja, das ist wirklich sehr, sehr speziell. Nippi, ja klar, warum nicht? Bitteschön. Nom, 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 nom. Ey, der ist vegan. Ja, vegan. Der Kannibale ist ein Veganer. Ist dann das eigentlich doch Kannibalismus? Weil ich meine nur, wenn er ein Veganer ist, dann ist er dann nichts Fleischisches mehr. Das ist jetzt eine äußerst interessante Frage. Wobei, wir wissen ja alle, dass selbst Veganer, die vegan leben, nicht vegan sind, weil in allem Veganischem irgendwo dann auch wieder was Tierisches drin ist. Ich will jetzt nicht auf die Sache mit einer bekannten Burgermarke anspielen in Deutschland, die damit massivste Probleme hatte, aber das ist allgemein so. Also in vielen veganen Dingen sind dann doch noch fleischliche Nebenproduktionen mit drin und das sieht dann ganz komisch aus, ja. Fruchtfleisch, genau. Siehst du, so viel zum Thema vegan. Auch Veganer essen Fleisch, Fruchtfleisch. Und Fruchtfliegen. Da können wir was drücken. Warum war ich an dem Beat Monks? Beat. Nein! Warum war ich an dem Beat Monks Gerät angeschlossen? Beatmungsgerät. Oh Gott. Ja, stimmt. Stimmt. Oh Gott. Ich gehöre ja zur anderen Fraktion, aber nee. Leute, lernt doch mal das ablesen. Das ist wie mit dem Brathering und Brothering. Schreibt mal Brathering auf und gebt das einem Englischlehrer so aus der alten Garde. Ich garantiere euch, der sagt, das heißt Brothering. Sorry for all the harm I've done to you. Help me, chicken! Okay. What the? Was bin ich sehend? Ouch. Devin. That was a kamikaze chicken. Zu gut Deutsch, das war ein kamikaze Hühnchen. Ich habe Fragen. Viele Fragen. Ich weiß nicht, das sage ich jedes Mal. Ich habe viele Fragen. Aber lassen wir das. Ach, da will ich. Sag nicht, dass das dein Boot ist. Nein, aber es bringt uns hin. Ich wollte gerade sagen, Da ist ein Seil dran. Du ziehst und ich schiebe das Boot auf meiner Seite ab. Kriegst du das hin? Ich weiß nicht, ich bin zerbrechlich. Sag, wenn du bereit bist. Warte mal. Ach so! Ja, das war, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch noch auf das vordere Boot geguckt. Das Boot an der Seite habe ich gar nicht gesehen. Aber das ist ein cooles Spiel. Steht auf meiner Liste. Aber ich weiß jetzt schon wieder, dass ich dieses Spiel erst dann spiele, wenn der Hype um dieses Spiel vorbei ist. Und ich dann am Ende daraus nichts mehr machen kann. Ja. Ist ja jetzt schon fast wieder vorbei, der Hype. Irgendwie. Gut. Ist halt so. Kann man nicht ändern. Wow, jetzt vorsichtig. Ja, die Leute, ey, ganz dünnes Eis. Ich weiß, du kannst, ey, wenn du in Deutschland über Bud Spencer und Terence Hill irgendwie ansatzweise lässt, das kriegst du sofort. Ja. Mal, ich hab mich gerade. Sehr schön. Kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Der Teufel erst. Und der Teufel ich hab mir selber reingeschlagen. Ich bin der dümmste Streamer der Welt. Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Kleine Sünden straft der liebe Gott sofort. Der Teufel macht es noch härter. Hat man gerade gesehen. Und über Bud Spencer und Terence Hill in Deutschland lästern. Das ist ganz schlecht. Ganz schlecht. Siehst du, du hast gleich deine Strafe bekommen. Und so war es vollkommen richtig. Warum hab ich dann Haar? Gut, okay, weiter. Menschen und Creatoren wirklich und Influencern dankbar dafür, dass ich jetzt weiß, wer ich bin. Schlampe, Sondermüll, Stück Scheiße. So. Diese Sprachassistentin hätte bei mir jetzt eins gemacht. Den Sprung aus dem Fenster.
Ich hätte es allerdings vorher geöffnet noch und hätte ihr einen weiteren Schubs gegeben. Also bitte, das im Kinderprogramm, also beziehungsweise das beste Kinderprogrammzeit, das kann man doch nicht bringen. Alter, ich zieh dich jetzt aus, ne? Ich will deine Rüstung haben. Also nachdem ich fertig mit dir bin, das klingt jetzt auch nicht besser, egal. Das klang überhaupt nicht mehr gut. Der Hinweis auf die Rüstung war zwar richtig, aber ansonsten klang das Ganze ganz komisch. Und dann fragt man sich wirklich, warum alle Welt denkt, dass Anime, Japan, RPGs, Mangas und sowas alles schweinisches Zeug ist. Dankeschön. Gespielt. Aber das ist halt auch Jahre her. Und tschüss. Ja. Tschüss. Von oben sehe ich bestimmt was. Ja, wir müssen Au. Das ist übel. Wir müssen darüber, ne? Und noch weiter. hat das Ding auch irgendwo einen Fußboden? Oder ist das jetzt ein endloses Fallen? Geile Mütze, die möchte ich haben. Schatz, die Mütze möchte ich haben. Genau, dann ist das hier das Pixel Art, was rausgekommen ist. Cool. Cooles Bild. Ein bisschen groß, ich muss weiter weg. So. Also ich find's trotzdem das cool. Ja, doch, hat was. Hat was. Finde ich gut. Wie, Nob? Klar, ich will diese Mütze haben. Gibt's nicht, Nob? Wie, nein? Nicht ihr. So, jetzt ärgere ich dich doch damit. Nur damit du es weißt. Ich lerne das ganz schnell und dann tue ich dich damit nur noch ärgern. Nur damit du das weißt. So. Hier habe ich es jetzt gesagt. Ich komme jetzt immer. Hatten wir das nicht eben schon mal? Ganz schön. Ich habe ein Problem. Ist das jetzt der rote Faden durch das gesamte Video? Ich meine, immer wieder so alle zwei Clips sehen wir da mal, wie er weiterfällt oder was? Also, irgendwie, ich weiß nicht. Also, irgendwie habe ich heute habe ich so ein Problem mit dem Lachen raus. Also, irgendwie, ich weiß nicht. Guck mal weiter. Ich probier. Oh Gott, er probiert. Das kann nicht gut sein. Was zum Geier ist? Das ist Wickelkohle. Ist der jetzt eine Kohletablette? Das erwähnt schon meine Kindheit. Oh mein Gott. Oh Gott. Was ist das Kohle? Die Kacke wird schwarz. Ja, wird sie. Noch dazu ist Kohle abführend. Neben den anderen Nebenwirkungen. Nein. Das erinnert mich außerdem an meine Kindheit. Entweder bekam ich von meiner einen Großmutter Rizinus oder Kohletabletten. Schrecklich, kann ich euch sagen. Ganz schrecklich. Boah, ich habe einmal gesehen, okay, Kapuzenwurm ist online. Und ich wollte schon immer mal bei dem reingehen, weil ich finde den halt ohne mal sympathisch und saulustig. Dann gehe ich bei dem Chat rein, sag so Hallo. Der hat mich Schatz genannt. Da habe ich voll gefreut. Ich so, hä, wie, du nennst mich Schatz? Hä, natürlich, Gatschinger, du bist halt mein Schatz. Ja, bis paar Minuten später erst zu einer anderen gesagt hat. Ich sehe schon Kapuzenwurm. Ich sehe schon, was du für einer bist. Ja, er ist lustig, ist er, das muss ich sagen. Also wirklich, wenn er so seine Sachen so, wenn seine Clips ist in Twitch Clips Germany. Echt jetzt? Ich dachte, das wäre. Egal. Ich dachte, das wäre abführen. Aber gut, wenn du das sagst, ich habe damit eigentlich wenig Links. Ich habe schon seit Ewigkeiten davon mit nichts mehr zu tun und ich bin eigentlich immer ganz, ganz weit weg davon und möchte die Dinger gar nicht mal im Haus haben. Okay, gut. Kistenkater, das sind Dinge, die wir jetzt nicht im Chat besprechen wollen. Also kommen wir wieder zurück zu ihm, zum Kapuzenwurm. Er ist wirklich lustig, ich mag seine Clips, wenn sie es in Twitch Clips Germany schaffen. Ihm selbst zugeguckt habe ich noch nicht, aber
Du, Katschinga, wenn man hingeht, wenn man Schatz genannt wird und er das zu jedem, der nächsten Dame auch gesagt hat, dann ist das so von ihm eine Anrede für weibliche Zuschauerinnen. Dann sollte man nicht so allzu viel darauf geben. Traurig aber wahr. Suddenly goes away somehow. One step closer. I've died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I've loved before. So, ich oute mich jetzt. Ich find Twilight geil. So, erstens mal, dieser Titel ist der Titel zu dem, in meinen Augen, mit bestem Outing eines Films, den es je gab. Ich finde diesen Titel absolut geil und er passt in diesen Film. Und ich weiß, man kann mit Glitzervampiren halten, was man will. Aber es ist eine geile und schöne Geschichte. Und wer was anderes sagt, herkommen. Diskutieren wir drüber. Adresse? Kann erfragt werden. Danke. Tschüss. What the fuck? Das sieht aus wie so ein... Meiner so? Ja. Ich habe keine Ahnung, Leute, was ich mache. Ich habe keine Ahnung. Aber wenn hier irgendwelche Frauen im Chat sind, ne, ruft mich an hier. Also erstmal die Telefonnummer hätte ich gerne, dankeschön. Zweitens mal, was du da gemacht hast. Du hast den Finger gezeigt, den man nicht zeigen soll. Genau. Also ich habe das jetzt auch nicht gemacht. Also ihr habt das nicht gesehen. Aber cooler Clip. So, ja, ich weiß, über das Glitzern kann man jetzt diskutieren. Aber sie wollte halt mal was Neues reinbringen, die Frau Maya. Und sie hat halt gedacht, im Sonnenlicht zerfallen, das hat schon vor 100 Jahren jemand anders geschrieben, das hat jeder aufgegriffen und dann die Sache mit das Knoblauch, beziehungsweise Kruzifixe nicht bei allen Vampiren helfen, das hatten wir in Tanz der Vampire und das Knoblauch nur bei bestimmten Vampiren aus bestimmten Regionen hilft, hatten wir auch schon irgendwo mal. Und sie wollte halt jetzt mal was Neues bringen. Und da glitzert es eben. Dafür haben wir Werwölfe, die mehr rumlaufen wie Wölfe als wie Wehr. Darüber könnten wir uns nämlich auch noch streiten. Sind diese Werwölfe in Twilight wirklich Werwölfe? Oder sind es einfach nur Animagus? Wie, wann und wo? Was, wie, was, was? Nee, nein. Streiten. Wie war das heute Abend beim Abendessen? Hat sie. Gutes Timing. Perfektes Timing. Er hat genießt. Das kriege ich jetzt gleich wieder auf den Deckel. Genießt und die Torte ist explodiert. Schade um die schöne Torte. Ich hätte sie lieber gegessen. Okay, Freunde. Ah, Kartentricks. Verteile ich mal mein Igor Corona. 1, 2. Uno. 3, 4. Warte, 3. Kein Wunder, dass man euch vergraben hat. 4, 5, halt die Fresse, 6, 7. Zähl mal, ob du 7 hast, ich weiß es nicht. Oh Mann. Naja, du hast auf grün also, gewechselt. Alt. Wir sind nochmal dran mit nichts. Eis ist blau, okay. Jetzt doch. Ich bin eine gute Gewinnerin, okay? Eine ganz gute Gewinnerin. Also so habe ich mir auch gerne gewonnen. das Austeilen beim Kartenspielen üben wir nochmal. Also auch dieses Zählen. Man zählt nicht immer die Karte, sondern man zählt immer da an, wo bei das erste Mal die Karte gelegen hat. Also wenn der Gegenüber ins zweite ist, 1, 2, 3 und so weiter. Und nicht 1, 2, 3, 4. Ansonsten muss man das entsprechend, bei 2 ist es einfach, da verdoppelt man das Ganze nur. Bei mehreren Leuten wird es dann schon schwierig. Bei höheren Kartenzahlen meine ich das natürlich nur. Au. Oh.
einmal geht da was an. Weißt du nicht, was bei dir im Zimmer alles an ist oder aus ist, wenn du am Stream bist? Also ich weiß, was bei mir alles an und aus ist, wenn ich am Stream bin. Also meine Boxen sind aus. Moment, ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Es war das Eckregal bei uns im Badezimmer, das ist runtergekommen. Aus irgendwelchen Gründen halten alle bis auf dieses eine perfekt. Warum auch immer dieses eine nicht hält. Ja, genau. Okay, gut. Ja. Ob ich das jetzt drinnen lasse, weiß ich noch nicht. Mal gucken. Ja! Excuse me, YouTube. Also. Ich weiß nicht. Irgendwie war das jetzt irgendwie komisch. Wieso konnte man da in das Video reinschreiben? Oder hat er sein... Nee, ich glaube, das war aus dem Video. Komisch. Aber auch sein Bild lief nicht synchron. Also sein Kamerabild lief nicht synchron. Aber wir waren ja noch dabei, was ich bei mir alles anhabe. Also die Box sind aus, die Kamera ist an, mein Mikrofon ist an, meine Monitore sind an, klar, der Computer auch, sonst könnte ich ja nicht streamen. Und ja, ansonsten ist eigentlich alles andere aus. Momentan sogar meine Lampen, weil es ist so hell hier drinne, ich brauche keine Lampen. Gleich ihr Handy wird geklaut. Ach, glaub mir, wenn jemand hier mein Handy klaut, wisst ihr, was ich mit dieser Person mache? Du siehst berühmt aus. Ja, ja, oh mein Gott, so viel zum Thema, wenn man nur aufs Handy klotzt. mir ist das auch schon passiert, also dass ich fast irgendwo davor gerannt bin. Aber das ist die Krankheit unserer heutigen Zeit. Alles rennt nur noch rum. Und wie ein Elektronik-Zombie und rennt überall davor oder guckt nicht. Also, ja, aber selbst die Leute, die kein Handy vor den Augen haben, laufen durch die Gegend und gucken einiges. Ich war jetzt gerade die Tage in der Stadt und bin mindestens dreimal fast über den Haufen gerannt worden, weil die Leute einfach irgendwo hinlaufen, in die Richtung laufen, in die Richtung gucken. Und ja, ich kann euch sagen, die Welt geht zugrunde. Ich hatte die Runde ja geholt. Was für meinen Mann? Ah ne, ist Valorant. Aber nicht leider ist genau dann mein Internet ausgefallen. Das war Ausfall mit Ansage. Ja, so ist es. Ach jo, falls ihr irgendwas im Hintergrund an Geräuschen oder Gestimme hört, das ist mein Mann. Der redet, glaube ich, mit unserer Katze. Ja, aber ich kann damit nicht schießen. Wann die weg? Dann lass es. Dann weg, ja, die, ich glaube, die haben umgedreht, ja. Ich habe einen Headshot getroffen, what the fuck? Lol. Okay. Also, das war wieder mal ein Treffer à la Glückstreffer. Und ja. Im Übrigen, meine Kamera ärgert mich heute schon wieder. Kriegt sie nicht mit auf. Ja, jetzt hier eine wichtige Frage aus dem Chat. Ah, die Frage, ich stelle sie an alle, nicht nur bei der Leid. Habt ihr Salz auf dem Schreibtisch oder nicht? Also Salz am Schreibtisch ist, das ist wichtig. Oh, ja. Ich auch! Ja, Salz am Schreibtisch. Ja. Wie? Wieso ist Salz auf dem Schreibtisch wichtig? Habe ich das verpasst? Also, falls es jemand weiß, warum Salz auf dem Schreibtisch wichtig ist, bitte mal unten in die Kommentare und, ja, oder hier in den Chat. Ja, genau. Ach, hasse ich liebe dich, komm her. Oh, das ist schön. Warte. Oh, Fischmund. Das kenn ich. Hilfe! Warum bist du so? Das kenn ich. Das macht mein Mann mit mir auch hin und wieder mal. Also, das, also ich mit ihm oder er mit... Also nicht er mit mir, sondern ich knutsche ihm den Bauch. So, ja. Genau. Ja, so ist das. Wenn man sich liebt, macht man sowas. Ja, guck mal so. Oh, how are you?
kann nicht gehen. Oh, wie süß. Oh. Ich habe gestern Hasengulasch gemacht. Er hat gestern Hasengulasch gemacht. Ab sofort ist mir dieser Kerl unsympathisch. Absolut. Ich werde mir merken, dass ich ihn seinen Namen aufschreibe und er ist absolut unsympathisch. Man ist kein Kanickel. Hm, Katze! Zieht euch das rein. Das gibt's nicht. Digga, das habe ich noch nie gesehen. Zieht euch das mal rein. Also diese Katze weiß, wie es geht. Milo, hast du das gesehen? Wenn nicht, gut. Zum Glück haben wir keine Tüten. Bei uns ist alles in Boxen. Und auf den Schuss bei mir springt sie nicht. Und die Leckerli kriegt sie meistens von mir. Das soll nicht heißen, dass mein Mann ihr keine Leckerli gibt. Aber wir haben das so eingewöhnt, dass ich ihr die Leckerlis gebe, weil sie halt seltener bei mir ist. Na gut, dann hat sie es nicht gesehen. Dann müssen wir uns keine Gedanken machen. Auch nur so. Dann spielt er wieder. Ha, ha, ha. Spiederheide war. Ich weiß, dass ich letzte Woche gesagt habe, wir nehmen diesen Spruch immer als Motto der Woche. Diese Woche nicht. Da holt man sich ja Knoten in die Zunge. Ah. Das ist wieder ein schönes Spiel für meinen Mann. Oh oh. Oh oh. Oh. Schatz, wäre das nicht ein Spiel für dich? Days Gone heißt es, falls du es nicht gelesen hast. Und ich glaube, gegen die Menge an Zombies hättest du keine Chancen. Die sind schnell, nicht so langsam wie die bei dem anderen Spiel, was du da gespielt hast. Also das war... Ah! Au! Au! Au, das tut weh. Ah, das tut richtig weh. So, kleiner Hinweis. Weil wir kommen jetzt wieder in die kalte Jahreszeit und es könnte natürlich sein, dass es demnächst irgendwann anfängt zu frieren. Ab nächster Woche soll es ja wesentlich kälter werden oder kühler werden von den Temperaturen her. An alle, die das schon immer mal versuchen wollten. Macht's nicht. Geht nicht mit der Zunge an einen Pfahl oder Laternenmast oder so. Lasst es. Das kommt nicht gut. Und wenn ihr kein Wasser dabei habt, seht ihr ganz blöd da und kommt da nicht mehr weg. Ja, seht ihr, auch Kistenkater hat's gerade gesagt. Macht das nicht. So sieht's bei mir auch aus. Bei mir nicht. Will man nicht sehen. Will man einfach nicht sehen. Hinter dem Computer hat Ordnung zu herrschen. Gut, okay, hinter dem Computer direkt ist bei mir auch keine Ordnung, aber die Kabel wenigstens. Seid ihr ready? Das sind alles Kabel. Doch, meine Bemühungen sind, dass ich so Dinger unterm Schreibtisch festgeschraubt habe, damit ich die da reinkriege. Aber, ja, wie sage ich das? Das hat nicht so ganz funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, Chat. So, wartet mal kurz. Ich mache jetzt mal ein Foto von mir und dann zeige ich euch das mal, wie das bei mir aussieht. So. Wir wechseln mal ganz kurz in die Chatting-Zone. So. Also unter dem Schreibtisch sieht es bei mir so aus. Und hinter dem Computer so. So, jetzt habt ihr das mal gesehen. Also es geht auch ordentlich. Ich weiß, ist nicht ganz so ordentlich. Liegt aber daran, dass ich das Mikrofonkabel immer noch nicht verlegt habe. Und da noch ein Kabel vom von meinem dritten PC-Monitor ist, das auch noch nicht so ordentlich verlegt ist. Deswegen sieht es da hinten ein bisschen aus. Aber es sieht auf jeden Fall ordentlich aus als bei den anderen. So, Moment, jetzt muss ich erst wieder das aufmachen. Und dann
gehen wir dahin und weiter geht's. So, perfekt. So, weiter geht's. Der Nippeltwist. Oh, sorry. Wow, Alter, das war viel zu doll. Der war fast ab, Alter. Einfach abgeschraubt. Also, Flo, du kannst doch nicht unseren Olli so batratieren. Was soll denn Anne dann machen, wenn du ihm die Brustwarzen abreißt? Das macht mir nicht. Stell dir mal vor, das würde jemand bei dir machen. Was denkst du, was deine Frau da dazu sagt? Oh, geiles Bild. Und tschüss. Oh, nein! Nein, Elgato! Nein! Nein! Hilf euch, das ist verfehlt! Das wird abgeknallt! Scheiße! Es ist geil, wenn man schreit und sich ärgert und der Avatar sitzt da und grinst die ganze Zeit. Das ist so geil. Genau. Ja, im Übrigen gerade steht es im Chat. Jetzt könnt es aber nicht lesen. Ich weiß nicht, warum er das nicht in den Chat reinschreibt hier. Das, was ihr da im Hintergrund hört an Musik, wenn ihr meine Musik hören solltet, das ist Panda Beats. Aber fragt mich jetzt bitte wieder nicht nach der Playlist. Ich kann es mir einfach nicht merken. Ja, ich lache mal. Aber das war auch so geil. Also sie hat sich tierisch geärgert und tierisch aufgeregt und das Ding hat gekretzt wie Sau. Ich habe Mühe gegeben, habe Kuweku. Oh, Alter. Wow. Cooles Bild. Imbrux, was ist das für eine Runde? The fuck? Boah, ich komme echt nicht klar. Das ist... Das war ja mal ein richtig hammergeiles Bild. Ach ja, stimmt, Bild. Fällt mir jetzt gerade ein. Ich habe es endlich wieder geschafft. Also, ich kann jetzt auf meinem Tablet endlich so zeichnen, dass ich mein Tablet nutzen kann, um das Bild auf dem Bildschirm zu übertragen. Das heißt, wir können demnächst mal ein Malstream machen. Das machen wir in 2-3 Wochen, denke ich mal. Ich muss dann nämlich noch gucken, wie ich das genau mache. Wenn wir am Sonntag Wir müssen reden machen, da werden wir dabei ein Bild machen. Ich habe da so ein bisschen was vor. Ich muss ganz ehrlich sagen, momentan bin ich irgendwie ein bisschen motiviert, was das Lernen angeht. Und aber da reden wir nachher drüber. Genau, machen wir hier weiter. Quasimodo bin ich auch auf jeden Fall dabei. Für Quasimodo sitzt du so gerade. Hui. Ihr seht halt nur die Vorderansicht, ne? Also wenn ich keinen Buckel hab, weiß ich auch nicht. Also wir müssen mal unbedingt reden. Und zwar über die Definition von einem Buckel. Das, was du da hast, war kein Buckel, das war ein etwas krummer Rücken. Aber kein Buckel. Genau. Siehst du? Hey, genau. Siehst du, Schatz? So lernt man. Komm runter. Ich, diese Kamera. Das ist einzig und allein Elgato. Die wollen die Streamer nur ärgern. Genau. Ach ja, im Übrigen, falls ihr noch nicht gesehen habt, ich habe ein Armband von meinem Mann gestern geschenkt bekommen. Da steht Love vorne drauf. Und das hat er mir geschenkt. Das fand ich ganz süß. Ja, aber ich möchte ganz kurz sagen, dass mein Biorhythmus für die USA super war. Ich bin jeden Morgen um 7 aufgestanden. Oder spätestens um 8. Ja, um 7 oder 8 bin ich aufgestanden. Und erstmal zum Sport. Also um 7 oder 8 aufstehen, das glaube ich ihm ja noch. Aber den Sport... Ich weiß nicht. Aber um 7 Uhr aufstehen ist gut, das mache ich auch immer. Zum Leidwesen war es heute etwas problematisch. Obwohl, nein, eigentlich nicht, muss ich mal sagen. Wenn ich so drüber nachdenke. Wir haben ja heute die Zeitumstellung gehabt. Also ist eigentlich schon zurück. Ich hatte schon wirklich Panik, dass unsere Katze um 6 Uhr am Bett steht und sagt, hallo, ich möchte, dass ihr aufsteht. Nö, die ist mal kurz hoch und runter gelaufen, hat kurz miaut und das war's. Dann hat sie festgestellt, wir bleiben liegen. Da hat sie sich hingelegt und hat weitergeschlafen.
Finde ich praktisch. Also sie lernt, sie lernt. Es hat zwar 12 Jahre gedauert, aber sie lernt. Es ist alles gut. Uns geht's allen gut. Und er wird auch nicht blinzeln, weil es ihm schlecht geht. Ah, haha, hahaha. Entschuldigung, was für eine Kamera bitte hast du, dass deine Kamera blinzeln kann? Ja, ein bisschen heller. Ihr seht ein bisschen mehr von mir. Gut, weiter. Weiter im Text. Periode, die auch das alte Königreich in Ägypten heimsuchte. Die Dürre führte zur Massenflucht aus vielen mesopotamischen Städten. Das heißt mesopotamischen Städten. Wenn man das lesen kann, sollte man sowas nicht vorlesen. Genau, das ist, ja, so. Ja, genau, so. Machen wir mal so. Machen wir mal so. Ah, hallo. Wenn jetzt die Kamera wegrutscht, dann sehe ich Joda. Haha. Lustig, jetzt reagiert die Kamera. Du bist auch ein dummes Ding. Ja, das ist alles machbar. Ihr denkt immer alle, ich bin nur so ein kleiner Mini-Plepp, aber... Nein, du bist tot. Ich hab mich von der Biene töten lassen. Das hab ich nicht gemacht. Oh! Doch, das hast du gemacht. Sonst wäre es ja nicht passiert. Aber sich von der Biene töten lassen, das ist, ja, in dem Spiel ganz, ganz komisch. Muss ich mal sagen. So. Im Übrigen. Ja. Name passt, Roter Fürst. Was ist denn hier? Wir wohnen hier. Der Bär, hallo? Mit der roten Zunge. Ich meine natürlich. Oh, Scheiße. Ja, ja, ist cool. Okay. Das Schild hat es doch gesagt. Wer wohnt da? Der Bär mit der roten Zunge. Und warum machst du dir die Tür auf? Das ist unhöflich. Sowas macht man nicht. Man wartet, bis die Tür geöffnet wird. Und ich klopf, 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 Tür auf. Wir sind hier ja nicht im Mittelalter. Oder so. Also Huhn kann ich gut. Sascha, ey, was machst du? Ich mach Tiergeräusche. Und Schaf? Nö, nö. Das war, und das, Ziege? Das war. Und Kuh? Das war eine französische. Das war eine französische Kuh. Die hat mü gemacht, anstatt mu. Aber wir wissen ja. Eine Kuh macht Mu, viele Kühe machen Mühe. Ja. Und falls ihr jetzt darauf wartet, dass ich irgendwelche Tiergeräusche mache, nee, mache ich nicht. Es geht, ich mache ja die meisten Kostüme immer selber, weil ich nicht so ein, ich gebe nicht so gerne Geld für Kostüme aus. Boah, ehrlich, er muss das selber machen, wie bescheuert. Ja, was denn jetzt tun? Sie macht sie selber, weil sie nicht so viel Geld hat und dann findet sie es selber machen bescheuert. Das ist wieder eine typische Milchbaum-Aussage. Ganz ehrlich. Ah, Fall Guys. Wow. This war your ma... Wow. Hey. Lol. Lol. Gratuliere. Ich bin beeindruckt. Also, ich bin beeindruckt. Echt. Weil das war mal Glück im Unglück. Ich wollte, ich hätte mal so ein Glück bei dem Spiel. Meistens falle ich irgendwo runter. Und bin dann raus. Ja, spätestens in der zweiten Runde. Ich finde das beunruhigend. So, ich sage euch jetzt noch einen Grund, warum ich keine Horror-Games spiele. Wenn ich hier schreien würde, würden hier die Nachbarn an die Wände klopfen. Deswegen lasse ich das. So. Erstmal das wieder weg. So. Ja, genau. Nein. Was mich immer irritiert bei diesen Horror-Games, erstens mal, sie wissen, dass sie Horror-Games spielen. Das heißt, es kommen Schreckmomente. Das ist ganz normal. Warum sie dann immer die Bilder von ihrer Kamera genau dahin platzieren, wo der Schreckmoment ist? Leute, packt's doch an die Seite oder blendet's aus. Da kriegt's keiner mit und gut ist. Nein!
Haha. Okay, cool. Next one. Ah. Hab ich schon gesehen? Okay. Okay. Interessante Taktik, um Gegner zu vernichten. Man stellt sich an einen Abgrund und wartet darauf, dass die Gegner runterspringen. Ja. Okay, gut. Ich muss gerade eben mal sagen, ich habe gerade mal auf meine Festplatte geguckt, so nebenher. Also ich habe noch über 300 Stunden, bis die Festplatte voll wäre. Das heißt aber nicht, dass ich die so lange voll machen werde. Demnächst werde ich mal ein bisschen aussortieren. Ja, genau. Ja, muss ja mal sein. Ja, wir machen jetzt hier eine TCG-Würdige. Ja, hier, da. Wir machen als erstes das Glas auf. Und dann nehmen wir uns ein Körnchen raus. Fein. Wer wohnt auf dem Bauernhof? Fein. Wie macht der Tode stehen? Buschi. Winke, winke. Fein, das ist cool gemacht. Cool. Also, ich bin beeindruckt. Das ist ja heute eine beeindruckende Folge Twitch Clips Germany. Mensch, was haben die Streamer alle für super intelligente Tiere? Nein, ich mache mir jetzt keine Gedanken über unsere Katze. Die ist auch sehr intelligent. Oh. Mach doch einen aufgeladenen Schlag. Hilft leider nicht so viel. Nein. Okay, ich halte die Fresse. Dies ist mein Nemesis-Spiel. Zu meinem Nemesis-Film. Wenn ihr wisst wollt, warum, sage ich euch vielleicht später. Also das schmeckt nach... Also einige Sachen kann ich gerade nicht sagen, weil die mich an meine Ex-Freundin erinnern. Aber das schmeckt... Schmeckt ganz schlimm. Also es sieht nicht gut aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Vor allem, es riecht. Sie kann einem leid tun. Sie hat aber auch immer dieses Problem. Letztes Mal die Currywurst, jetzt diese komische Wurst. Warum tust du dir sowas an, Mädchen? Lass es doch. Oh mein, oh mein. Bis die anderen plötzlich Internetprobleme haben. So, ja, ich fahre durch den Zug. Entschuldigung, durch den Tunnel. Oh nein. Das ist bei Anne. Das ist das Schlimme, dass es wahr sein könnte, wenn sie im Auto sitzt. Also, Notiz an mich: Niemals zu Fraldis ins Auto steigen. Erstens. Zweitens, du fährst durch einen Zug? Was für eine. Mit welchen Zügen fährst du? Dass du durch die durchfahren kannst. Also ich fahre mal durch einen Tunnel. Aber seien wir mal ehrlich, das Internet in Zügen ist auch nicht das Wahre. Ich hatte auf der Fahrt von Berlin nach Frankfurt nach dem Urlaub massive Probleme. Mehr Ausfall als Netz. Schlimm. Nun denn. Geronimo! Man muss die auch ausrüsten, bevor man die benutzt. Haha. Berke, bevor du über eine Klippe springst, gucke, dass du etwas hast, das deinen Fall bremst. Ansonsten tot am Ende des Sprungs. Den komischen Scheiß da auf Flexbag, da müssen wir den. Oh, lecker, der Wut! Fuck you! Ich hab Montes wieder ein entspannter Stream! Fuck you! And see you tomorrow! Also, falls du einen entspannten Stream haben willst, gebe ich dir einen Ratschlag. Spiel kein Horror-Game dabei, vor allen Dingen, wenn du sie nicht verstehst und nicht ansatzweise spielen kannst, weil das ist jetzt schon das zweite Mal in einem 2 Twitch-Clips Germany-Folgen, dass du so ausrastest wegen einem Horror-Game. Dann lass es doch einfach. Spiel Kingdom Hearts. Nur schöne Sachen. Oh, can't come in, but please don't mess with the computer. I'm working in the scene, you might break something.
So viel dazu. Das Game ist literally gecrashed. Das Spiel ist geil. Das Spiel ist geil. Ja, genau. Oh, Mittelalter. Guckt euch mal an, wie gut das aussieht. Ja. Tschüss. Guckt euch mal an, wie gut das aussieht. Flutsch. Merke, wenn du etwas in die Kamera hältst, halt es richtig rum, damit es nicht rausrutschen kann. Denn solche Pizzas oder Kuchen oder was auch sonst immer das war, auf der Tastatur ganz übel. Oh, Katze. Schwarze Katze. Wow. Oh mein Gott. Dann habe ich doch richtig gesehen. Oha, ich glaube, da wäre ich auch im ersten Moment erschreckt. Falls es jemand nicht gesehen hat, vor ihrer Kamera kam eine Spinne runter. Und die hat einen Schatten geworfen. Und sie hat erst gedacht, das wäre sie mit der Lampe. Aber die Katze hat die Spinne gejagt. Und erst dann wurde ihr gewahr, dass da was runterkommt. Aber da die Spinne wohl relativ klein war oder filigran, hat die Kamera sie nicht richtig scharf gestellt. Zum Glück. Ich muss mal kurz wieder den Shader reinmachen. Da habe ich ja gerade nur für den Kampf rausgenommen. Weil mit Shader sieht's halt doch, sieht Minecraft doch deutlich, deutlich, deutlich besser aus. Programm abgestürzt. So viel dazu. Ja, das passiert, wenn man solche Spiele nicht richtig einstellt, beziehungsweise wenn die Shader nicht richtig programmiert sind, dann kriegt man solche Bilder. Also merkt euch, bevor ihr was ausschaltet, wieder einschaltet. Ja. Warum habe ich erwartet, dass diese Frage im Laufe dieses Tages heute noch kommt? Wir gucken mal. Ah, ich muss hier einfach nur drauf, vermutlich. Und... Yes! Hey! I did it! Und tschüss! Ja, was sagt uns das? Bevor man an einer Tür lang springt, die Tür aufmacht und dich loslässt, sollte man darauf achten, was auf der anderen Seite der Tür ist. Und dann habe ich das einfach gespielt, weil es ist sehr entspannt. Geister. Das waren Geister. Wir haben die Festplatte weggezogen. Ich würde jetzt drauf tippen, dass da irgendwo ein Tier war, was das weggezogen hat. Also mindestens Größe Kaninchen. Neue Verpackung von Kinderpinguis schon in der Hand gehabt. Ey, ich weiß nicht, wer in der Chefabteilung mal wieder ins Müsli geschissen wurde, aber dieser kleine, ist hier so ein kleiner roter Strich, da hast du vorher so den hier gemacht, da war die Packung offen. Wer hat sich das ausgedacht, dass dieser kleine Strich weg ist? Und komm jetzt nicht damit, dass das Plastikvermeidung ist, wenn die ganze scheiß Packung aus Plastik ist. Jetzt muss ich das immer sowieso scheuern aufmachen. Ich finde es gut, dass es endlich mal jemand gesagt hat, der Reichweite hat. Ich verstehe diesen Kniff bei Ferrero und Kinder auch nicht. Ganz ehrlich. Entschuldigung, dass ich jetzt etwas lauter geworden bin. Mein Clipping hat es wieder verhindert, dass es zu laut wurde. Aber ich finde das auch so bescheuert, als ich letztes Mal Kinder Pinguin geholt habe. Und ich wollte das auch mal denken, so, wo ist der Dings? Und dann ist da oben an der Verpackung, die im Übrigen nicht aus Plastik, sondern aus dünnem Aluminium ist. Oder aus beschichtetem, doch, es ist beschichtetes Plastik. Entschuldigung, beschichtetes Plastik. Gut. So. Also, ist dann oben ein Dings, du sollst das so auseinanderziehen. Wenn du das so auseinanderziehst, hast du den Kladderadatsch von dem Pinguin auf der Hose. Also reißt du es oben auf und hast dann ein kaputtes Pinguin. Es ist so beknackt. Ich muss wirklich mal sagen, derjenige, der den Chef von Nestle ins Müsli gekackt hat, bitte melden. Zum Arsch versohlen.
Warum hast du dann Katzen? Warum bitte? Hast du weitergemacht? Du hast doch gesehen, dass die Katzen um dich rum waren. Dann steh auf und geh weg. Und mach's woanders auf, aber doch nicht, wenn die Katzen dabei sind. Meinst du vielleicht, die hören auf und gehen dann wieder weg, oder was? Oh mein Gott. Hugo, wir müssen leise sein. Hugo! Laserstuhl. Da sind ganz viele Wachen, wir müssen uns vorbeischleichen. Amicia, da ist ein Fenster! Psst. Leise, Hugo! Das war Plague Tale 1. Ja, seht ihr, das ist auch sowas. Plague Tale 1 habe ich. Und ich habe es auch installiert. Ich habe es aber noch nicht angespielt. Und das so wird es mir bei Plague Tales 2 auch gehen. Ich werde es irgendwann haben und nicht anspielen. Ja, weil ich nicht dazu komme. Keine Zeit. Und ich habe bald noch weniger Zeit. Wie gesagt, dazu mehr nachher im wir müssen reden. They can't be real. Was? Oh. Geiles Kreischen. Das war ja ein Mädchen. Mädchen mit Bart. Ah, geil. Was macht der denn da drüben? Hält sich für ja, ganz besonders schlau, oder was? Nein! Du auch. Er hat den Blitzsperr nicht mehr geworfen. Ja, man hat halt nicht sein ewig Zeit. Der Gegner wartet ja nicht. Also bitte, du musst schon rechtzeitig reagieren. Oh, Worms. Machen wir nochmal? Nee, Forts. Begab. Okay. Also? Jetzt gleich. Oder so. Gratuliere zum Sieg. Aber geht's jetzt zu mir so oder auch einigen anderen? Ich habe jetzt nicht ganz verstanden, wie er das gemacht hat. Mano, gegen so eine künstliche Intelligenz zu spielen, ist auch unfair. Ich habe nicht mal natürliche. Selbsterkenntnis ist der erste Weg in Richtung Intelligenzanhäufung. Und dass sie nicht einmal natürliche Intelligenz hat. Na, immerhin weiß sie, wie man den Stream startet, wie man ihren Computer anmacht, sie weiß, wie man das Mikrofon benutzt. Immerhin. Also ein bisschen Intelligenz muss vorhanden sein. Okay, mehr hätte doch nicht hoch. Und tschüss. Aha. Okay. Geil. Erst fällt der eine, dann der zweite. Geil. Warum sieht das eigentlich so grün aus? Das ist doch gar nicht grün. ja, Neugier ist der Katze tot und die das Jäger ist auch. Versuch es. Oh, oh. Was bitte haben diese Spiele eigentlich alle für ein Problem? Irgendwie klappt das nicht. Der letzte Mal hatten wir einen Bagger, da war alles nur nicht da, wo es hingehört. Heute fliegen die LKWs durch die Gegend. Diese Spiele sind komisch. Also wenn ich ihn so seitlich trage, ist das glaube ich... Oh, ich habe über meine Haare im Gesicht. So ist es glaube ich schon vernünftig. Wäre es nicht besser, wenn man die Krempe erstmal festmacht? Und Kamera, du gehst mir jetzt langsam auf den Senkel.
Aber der Hut sah gut aus. Und dass die Haare in meinem Gesicht sind, kann ich gut aus verstehen. Passiert mir auch immer wieder. Dir folgt den Soundtrack von mir. Zumindest mal die erste Sekunde. Und sag mir bitte, aus welchem Spiel. Bist du dir ganz sicher? Ja. Das bin ich echt gespannt. The Elder Scrolls. Und so wie es angefangen hat, würde ich sagen Skyrim. Alter! Alter! Wow! Ich bin eine Maschine! Alter! Ich liebe Computerspiele! Wow! Also ganz ehrlich, ich hätte das jetzt auf die Kürze nicht unbedingt erkannt. Er hat schon recht, das ist sehr markant, aber Respekt. Ja, ihr habt's gehört. Abonniert Twitch Clips Germany und ja, lasst ein Like da. Wir machen das jetzt wie immer. Moment, ich mache das Fenster klein. Lasst mal ein Like da. Ihr habt's gesehen. Abonniert habe ich schon, deswegen brauche ich das nicht. Und ja, wenn ihr gerade dabei seid, den Originallink findet ihr natürlich wie immer da unten in der Videobeschreibung verlinkt. Könnt ihr das Ganze aber, weil ihr es ja hier gerade bei mir sowieso schon geguckt habt, auch bei mir ein Like da lassen und ein Abo wäre schön. Keine Pflicht, aber schön. Und da unten Kommentare, auch bei Twitch Clips Germany, da unten Kommentare. Und ja, ich würde dann sagen, wir sehen uns auf jeden Fall wieder mit der nächsten Folge Twitch Clips Germany in der nächsten Woche. Wenn ihr live dabei sein wollt und mal miterleben wollt, wie das Ganze aufgenommen wird, dann schaut mal auf Twitch vorbei, ist auch da unten verlinkt, da ist auch dann noch zu Facebook und Instagram und so, ich weiß, da ist jetzt die letzte Zeit nichts gekommen, ich komme einfach nicht dazu, wird sich aber bessern, garantiere ich euch, und wir sehen uns wieder, tschüss, sagt euch eure Josie.